Jetzt habe ich eine Frage. Alles klar. Für wen arbeiten Sie? Ich habe hier vorher meine Karte. Ja, sagen Sie es halt nochmal. ARD. Die Kamera kann die Karte nicht lesen. Achso, alles klar. Also für aber geht es nochmal. Vielleicht habe ich sie verbastelt. Jawohl. Okay. ARD, okay. Sie sind zufrieden mit dem Ausgang? Sagen wir mal so. Mehr war nicht rauszuholen. Ich bin eigentlich zufrieden, gemessen an dem, was möglich war. Die Geheimdienste haben nun mal Sonderrechte. Und die kann man nicht so leicht überwinden, aber das Entscheidende hat sich doch herausgestellt. Ich habe meine Bestätigung, dass an den Vorwürfen nichts dran war, egal auf welchem Weg und auf welchem Aktenblatt und ob das jetzt so im Urteil steht. Aber das hat sich hier deutlich herausgestellt und damit kann ich arbeiten. Und das war eigentlich mein Ziel. Nachvollziehen, dass auch durch Ihre Vergangenheit und durch diese Attraktivität, die Sie ja gerade in der rechten oder rechtsextremen Szene haben, dass Sie natürlich auch für den Verfassungsschutz ein besonderer Fall sind oder besonderer Kontrolle stehen? Ich sage mal so, meine Vergangenheit war anders, als es die zeitgeschichtliche Literatur wiedergibt. An den zeitgeschichtlichen Quellen war ich unbeteiligt. Das, was Sie über mich denken, das ist ein kommunikativ erstelltes Phantom. Während meiner Abwesenheit, ich bin ja nie gefragt worden, das sind ja keine Primärquellen. Wenn Sie über mich was wissen wollen, müssen Sie die Primärquellen studieren und das ist das, was ich gesagt und geschrieben habe und nicht das, was andere über mich schreiben. Also ich bin nicht, ich habe keinen Einfluss auf die rechte Szene. Dass ich gelegentlich mit denen rede, das ist eine andere Frage. Aber es hat doch keinen Sinn, immer nur mit Gleichgesinnten zu reden. Ich möchte doch mit denen reden, die ich nötig habe. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist die sind eine Kameradschaft oder ist die rechte Szene, würden Sie nicht als Gleichgesinnte betrachten? Ja, überhaupt nicht. Das wissen die auch. Aber das Interessante ist, dass die mich wenigstens noch respektieren, mich anhören bis zu Ende, auch wenn ich ihnen etwas sage, was überhaupt nicht in ihr Weltbild hineinpasst. Und das ist jetzt nochmal bei der Antifa nicht zu finden. Das letzte Frage, viele Hörer wissen es ja nicht mehr, die waren damals noch gar nicht geboren. Wehrsportgruppe Hoffmann, ja. Was war das? Das war, könnte man sagen, eine kleine Gegenwelt. Wir waren vollkommen anders. Ich habe mich für die politische Gesinnung der Bewerber und der Mitglieder nicht interessiert. Ob Sie das glauben oder nicht, aber das ist die Tatsache und das war mein Erfolgsrezept. Das war nicht eine Sammlung von politisch Gleichgesinnten, sondern wir waren ja schon von Gesetz wegen gehalten, weil wir Wert auf die Uniform und das militärische, wie soll ich mal sagen, Gesamtbild gelegt haben, wussten wir, selbst wenn wir wollten, dass wir keine Politik machen können in dieser Zeit mit dieser Organisation ohne uns strafbar zu machen, das wollten wir nicht. Also haben wir keine Politik gemacht, keine politische Schule. Vielleicht noch ganz kurzen Worten, wie würden Sie Ihre Gesinnung heute beschreiben? Ein bekannter Philosoph hat mal gesagt, und dem kann ich mich anschließen, meine Gesinnung ist von vorgestern und von übermorgen. Also über alles, was wir reden, was heute ist, das ist schon Vergangenheit, morgen früh. Ich habe mich eigentlich zwischen diesen beiden Polen eigentlich immer mehr mit der Zukunft befasst, mindestens 20 bis 30 Jahre voraus. Darüber müssen wir nachdenken, was dann los ist, was im Moment los ist. Aber wenn Sie jetzt jemand fragt nach Ihrer politischen Gesinnung, wie würden Sie sie jetzt beschreiben? Dann muss ich Ihnen sagen, dass Sie mich nicht einordnen können. Aber Sie können sehr viel darüber erfahren. Ich habe ja Bücher geschrieben. Ich habe ja 700 Aufsätze in meiner Webseite. Ich habe zwei Bände meiner Lebenserinnerung geschrieben. Kaufen Sie sich. Wenn Ihnen die 22 Euro nicht zu viel sind, und dann lesen Sie es und dann wissen Sie alles über mich. Besser, als ich es Ihnen erklären kann. Okay, danke.